Hallo Investoren, hallo Trader, herzlich willkommen zu unserem Format der Aktienscreener. Heute geht es um ein Pharmaunternehmen, das eine attraktive Dividende bietet, aber auch vor neuem Wachstum stehen könnte. Die Strategie der konservativen Trendfolge zielt ja darauf ab, sichere und konservative Aktien zu finden, die bei geringer Volatilität nach oben laufen. Bei dem Screening-Ansatz wird das Aktienuniversum um die 50% der relativ schwächsten Aktien auf 52 Wochen Sicht reduziert. Damit wird die Börse als Frühwarnindikator genutzt, die potenzielle Probleme in den Geschäftsmodellen meist frühzeitig erkennt. Die 50% der relativ stärksten Aktien, die werden nach den Kriterien der geringen Volatilität und der adjustierten Dividendenrendite gerankt. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sich die gefundenen Aktien dann gut für gehebelte Trades und für Langfristinvestoren. Ja, und dabei besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, solche Unternehmen einerseits über Aktien abzubilden und diese dann gleichzeitig mit einem Hebelprodukt zu begleiten. Wie immer will ich darauf hinweisen, dass ich keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf irgendeiner Aktie oder eines anderen Finanzinstruments gebe. Ich gebe hier lediglich meine eigene Meinung wieder. Es handelt sich also um keine Anlageberatung. Unser konservativ Trend Following Screener, den zeige ich euch gleich, der orientiert sich an dem Buch von Pim van Vliet, High Returns from Low Risk, von Pim van Vliet und Jan de Koning. Ja, ich kann das jedem Langfristanleger einfach mal empfehlen zu lesen. Ja, dabei beschäftigt sich das Buch mit dem Low-Risk-Phänomen, das besagt, dass höhere Gewinnchancen nicht unbedingt mit höheren Risiken einhergehen müssen. So, und jetzt zeige ich euch auch schon mal, wie ich auf Aktien, die eben ein relativ gutes Chance-Risiko-Verhältnis bieten, aufmerksam werde. Wie immer melde ich mich bei traderfox.de an. Ja, und dann öffne ich das Tool Aktien Rankings. Moment, das Tool, das ist übrigens Teil unseres Abo-Paketes TraderFox Morningstar. Über 15.000 in Europa und den USA gelistete Aktien können damit untersucht werden. Das Tool, das ist Teil des Abo-Paketes TraderFox Morningstar und das gibt es für 25 Euro im Monat. Infos dazu findet ihr unter dem oben eingeblendeten Link. So, wo haben wir es denn? Ihr seht schon unsere voreingestellten Templates. Ah, hier, das habe ich ganz übersehen, weil es ganz oben ist. Konservatives Trend Following, das schauen wir uns heute an. Hier habt ihr auch nochmal eine ausführliche Beschreibung. Ihr könnt da natürlich auch eigene Faktoren hinzufügen, wie ihr das wollt. Aber wie gesagt, das hier ist jetzt einfach schon mal voreingestellt. Und ihr seht schon, es gibt da eigentlich gar nicht so viele Faktoren, die wir hier hinzugenommen haben. Tägliche, wöchentliche Volatilität. Ich zeige euch jetzt mal, welche Aktien da aktuell in Frage kommen und welche wir uns dann auch gleich ansehen werden. So, Moment, ich mache jetzt einfach mal eine andere Ansicht, die Infobox, dann kann man nämlich auch den Chart ganz schön sehen. Ich zeige euch mal, welche Unternehmen hier aktuell in Frage kommen. Lockheed Martin hatte ich auch schon vorgestellt, McKesson hatte ich auch schon in der letzten Zeit vorgestellt. Ja, ihr seht, es sind viele Healthcare-Unternehmen und mit so einem beschäftigen wir uns ja auch heute. Und zwar gehen wir heute mal auf das Unternehmen auf Platz 1 ein. Ja, auf Platz 2 ist Amgen. Das hatte ich vor gut 6 Monaten mal vorgestellt. Und da war es in demselben Screen auf Platz 2 und Bristol Myers auf Platz 1. Jetzt hat sich es gerade umgekehrt und wir schauen uns deswegen auch mal hier Bristol Myers an. So, dann gehe ich jetzt mal weiter vor. Ja, wobei handelt es sich hier? Bristol Myers dürfte wahrscheinlich vielen von euch bekannt sein, denn es zählt zu den
weltweit führenden Biopharmazie-Unternehmen. Es entstand 1989 durch die Fusion von Bristol-Myers und Squibb. Der Konzern, der entwickelt, produziert und vertreibt zahlreiche verschreibungspflichtige, aber auch rezeptfreie Arzneimittel. Dank einer aggressiven Fusions- und Akquisitionspolitik wuchs das Portfolio des Unternehmens in den letzten Jahren stetig an. Es werden Medikamente in Therapiebereichen wie der Onkologie, Immunologie, Herz-Kreislauf, aber auch bei fibrotischen Erkrankungen, also da geht es um Binde, Gewebsfasern, angeboten. Des Weiteren werden Arzneimittel für Infektionskrankheiten wie HIV oder Hepatitis B vertrieben. BMS, abgekürzt Bristol-Myers Squibb, verkauft seine Produkte an nationale und internationale Groß- und Einzelhändler. Einige Produkte werden aber auch direkt an Pharmaunternehmen, Krankenhäuser oder an Ärzte veräußert. Die Marktkapitalisierung, die ist mit 142 Milliarden US-Dollar sehr, sehr groß. BMS ist, wie ihr sehen könnt, im Healthcare-Sektor und der Branche der Drug Manufacturers zuzuordnen. So, wir schauen uns mal das Geschäftsmodell an. Ja, das ist eigentlich ganz leicht zu verstehen. BMS erforscht und produziert Medikamente in 4 verschiedenen Therapiegebieten und entwickelt neuartige Behandlungsansätze. Ja, und dabei konzentriert es sich, ich habe es ja gerade gesagt, und ihr seht es auch hier, Onkologie, Hämatologie, Kardiologie und die Immunologie. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte man einen Gesamtumsatz von 46,15 Milliarden US-Dollar. Davon wird der Großteil mit 31,8 Milliarden US-Dollar in den USA erzielt. Mit einem Umsatz von 25% macht das Medikament Eliquis aktuell den größten Anteil aus, wobei es sich hierbei um ein blutverdünnendes Medikament handelt, das unter anderem zur Behandlung von Venenthrombosen angewendet wird. Bitte entschuldigt, wenn ich die Namen nicht richtig oder richtig ab und zu ausspreche. Die sind ja oftmals bei den Medikamenten auch schwer auszusprechen. Ja, dann haben wir hier gefolgt auf Platz 2 mit einem Umsatz von 9,2 Milliarden US-Dollar, dem Blockbuster Revlimid, das ist wie gesagt das zweitstärkste Medikament, und mit 8,2 Milliarden folgt auch gleich Opdivo, das ebenso wie Eliquis im letzten Jahr um 10% immerhin wachsen konnte, und dabei handelt es sich um einen monoklonalen Antikörper, der beispielsweise zur Behandlung von Lungen-, Haut- oder auch Nierenkrebs eingesetzt wird. Neben den Kassenschlagern befinden sich aber auch aktuell mehr als 50 Produkte in der Pipeline. Ja, und in den letzten 3 Jahren, da wurde die Produktpipeline mehr als verdoppelt, sowie der Einsatz digitaler Technologien vertieft, um die Entdeckung und die Entwicklung von Medikamenten zu beschleunigen. Aus der spannenden Pipeline im mittleren und späten Entwicklungsstadium ergeben sich hier viele neue Möglichkeiten, darunter Milvexian als potenzieller neuer Blutverdünner der nächsten Generation. Ja, und Bristol-Myers baut kontinuierlich die starken internen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten durch ein umfangreiches Netzwerk externer Kooperationen aus, und dazu gehören zahlreiche strategische Partnerschaften mit Eisai, Agenus oder auch Immatix. Darüber hinaus hat die Gesellschaft zusammen mit AstraZeneca den Diabetes-Spezialisten Amylin übernommen und baut auch da die Aktivitäten aus. Gleichzeitig wurde, das war 2019, glaube ich, war das schon gewesen, Celgene übernommen, war ein Konkurrent, der sich insbesondere auf die Onkologie konzentriert. Ja, und im letzten Jahr, da wurde Turning Point Therapeutics übernommen, das bei seinem Krebsmedikament Repotrectinib in diesem Jahr mit einer Zulassung rechnet, kann also da sehr, sehr spannend werden. Gehen wir mal auf die Kennzahlen ein. Bezogen auf die Kennzahlen, ja, da ist das Unternehmen eigentlich ganz gut aufgestellt. Das Verhältnis von Verschuldung zum EBIT, das liegt bei 3,5, ist also noch in Ordnung. Allerdings vor der Übernahme von Celgene verfügte das Unternehmen
eigentlich über eine ausgezeichnete Bilanz mit einer relativ geringen Verschuldung. Ja, diese hat sich natürlich seither verschlechtert, ist aber meines Erachtens nicht besorgniserregend. Der freie Cashflow pro Aktie, der konnte in den letzten 10 Jahren von 1,83 auf 5,6 US-Dollar gesteigert werden, stagniert aktuell. Die Nettomarge, die ist mit 13,7% ebenfalls ansehnlich. Ja, während wir auf Sicht der letzten 10 Jahre ein gutes Wachstum beim Umsatz und dem Gewinn sehen konnten, ist das größte Problem aktuell das stagnierende Umsatzwachstum. Im letzten Jahr ging es da sogar um 0,5% zurück, während der Gewinn pro Aktie um 5% sank. Der Hauptgrund war der rückläufige Umsatz von 22% bei Revlimid, da hier die Patente im letzten Jahr ausgelaufen sind. Um die rückläufigen Umsätze zu ersetzen, konzentriert sich BMS auf sein neues Produktportfolio, das zuletzt einen Jahresumsatz von immerhin 2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete. Im Vergleich zum vorausgegangenen Jahr, da waren es 1,1 Milliarden, also ist durchaus ein respektables Wachstum von immerhin 87%. Damit sieht das Wachstum auch für das laufende Jahr besser aus. Das Management rechnet hier mit einem Umsatzwachstum von 2% und einem Gewinnwachstum von immerhin 36%. Wenn wir von den Aussagen des Managements ausgehen, dann rechnet dieses auf Sicht der nächsten 5 Jahre sowohl beim Umsatz als auch beim Cashflow mit Wachstumsraten im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich. Und gehen wir hier mal von einem Wachstum von 4% aus, dürfte jetzt nicht übertrieben sein, dann ist das Unternehmen mit einem KGV von 10 und einem KUV von 3 meines Erachtens nicht teuer bewertet. Auch im Value-Chart, den seht ihr hier, da ist eine leichte Unterbewertung zu erkennen. Das sieht man jetzt hier beispielsweise, habe ich aufgerufen, Value-Dividende. Da haben wir eine Unterbewertung von knapp 10%. Die Dividendenrendite für das laufende Jahr, die liegt bei 3,3%. Ja, und der 10-Jahres-Durchschnitt, der liegt, etwa 10% unter dem aktuell fairen Wert. BMS, ihr seht selbst, ist eine sehr starke Dividendenaktie. Die Dividendenkontinuität, die liegt bei 91 Jahren. Dabei ist die Ausschüttungsquote lediglich bei 30%, was eben auch noch sehr viel Spielraum für Wachstum lässt. Nach dem TraderFox-Dividenden-Check bekommt die Aktie 13 von 15 Punkten. Damit sind nur 7% der Aktien aktuell besser bewertet. Das erwartete Dividendenwachstum der nächsten 3 Jahre, das liegt bei aktuell knapp 3%. Aufgrund einer wachsenden Weltbevölkerung, steigendem Gesundheitsbewusstsein und der Tatsache, dass wir alle immer älter werden, befindet sich das Unternehmen auf einem wachsenden Markt. BMS hat eine riesige Pipeline mit mehr als 50 Medikamenten in der Entwicklung, viele davon in fortgeschrittenen Stadien. Ja, und dabei dreht sich aktuell alles um die 4 neuen Blockbuster. Diese sind Camzyos, Opdualag, Sotyktu und Reblozyl. Alle 4 werden in diesem Jahr jeweils etwa 4 Milliarden US-Dollar zum Jahresumsatz beitragen. Sotyktu wurde gerade erst auf den Markt gebracht und erwirtschaftete im 4. Quartal 2022 nur 8 Millionen US-Dollar Umsatz. Also da ist enormes Potenzial vorhanden. Und Camzyos wurde ebenfalls 2022 eingeführt, hat zuletzt 24 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Ja, bei beiden Medikamenten, da dürfte es ähnlich gehen wie bei Abecma, das den Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um 137% auf 388 Millionen US-Dollar steigern konnte. Das Management ist bezüglich der neuen Medikamente sehr, sehr zuversichtlich. Für das Jahr 2025 wird bereits mit einem Umsatz aus diesen neuen Produkten
zwischen 10 und 13 Milliarden US-Dollar gerechnet und für 2030 mit einem Umsatz von mindestens 25 Milliarden US-Dollar. Also die Aussichten, die sind eigentlich sehr gut für das Unternehmen. Ja, und auch die beiden aktuellen Blockbuster Optivo und Eliquis, die dürften weiter wachsen. Es wird erwartet, dass die Hauptprodukte bis 2025 zwischen 8 und 10 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Umsätzen abwerfen. Und dies dürfte für BMS zu einem sehr diversifizierten Portfolio führen, da es einerseits eben mehrere gut etablierte Medikamente gibt, deren Patentschutz zwar bald abläuft, die allerdings aber problemlos durch die neuen Medikamente ersetzt werden können und die dann auch noch viele Jahre Patentschutz genießen. Ja, Pharmaunternehmen, wisst ihr selbst, sind neben einem allgemeinen Kostendruck seit Jahren mit der Gefahr konfrontiert, dass die Regierungen bemüht sind, die Arzneimittelpreise nicht zu stark nach oben eskalieren zu lassen. Gesetzesvorhaben bezüglich einer Deckelung der Preise, die werden weltweit ja immer wieder diskutiert, so zuletzt auch in den USA. Die jüngste Unterzeichnung des Inflation Reduction Act in den USA geht ja auch bereits in diese Richtung und betrifft eben auch die Preisgestaltung verschreibungspflichtiger Arzneimittel. Also das sind durchaus Risiken, die es bei so großen Pharmaunternehmen zu beachten gibt. Und daneben sind natürlich Rückschläge bei der Entwicklung der neuen Medikamente immer zu berücksichtigen, was immer auch mal wieder zu heftigeren Kursrücksetzern führen kann. Zum Schluss schauen wir uns mal noch die Kursentwicklung ein. Ja, die Aktie von Bristol Myers, die lief seit 2015 in der Spanne zwischen 50 und 80 US-Dollar seitwärts und ist für Investoren damit eigentlich nicht wirklich spannend. Ende 2022, da erreichte sie ein Allzeithoch bei 81 US-Dollar. Da dachte man schon, ja, die könnte jetzt nach oben ausbrechen, aber ist jetzt dann doch auch die letzten Wochen wieder stärker unter Druck geraten. Für Langfristanleger könnte das durchaus eine Chance für einen ersten Positionsaufbau bieten, da eben das Wachstum jetzt durchaus auch wieder anziehen könnte. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Aktie zwar in den letzten Jahren keine so große Kursperformance hingelegt hat, doch wie gesagt, es ist ja ein starker Dividendenzahler und die Wachstumsaussichten, ja, die sind gut. So, und wenn wir uns hier mal den voll adjustierten Chart ansehen, also der beinhaltet eben auch die Splits und die Dividendenauszahlungen, dann seht ihr schon, also dieser Chart ist durchaus interessant und hier lässt sich die Performance, dafür, dass es sich ja um eine sehr, sehr konservative Aktie handelt, eben durchaus sehen. Seit dem Tief im Jahr 2009 beträgt das Kursplus damit immerhin an der Spitze etwa 800%. Ja, ich bin am Ende angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben und diskutiert gerne unten in der Leiste mit. Bis zum nächsten Mal, sagt Andreas Haslinger.